Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Test mit eurem Basti. Wir schauen uns heute den Stadium Renovator an und diesmal sogar auf Deutsch. Das heißt, wir haben ein Stadion, müssen dieses reinigen, instand setzen, immer weiter ausbauen, damit verschiedene Fußballturniere hier stattfinden können. Und ich würde sagen, komm, wir schauen einfach rein, starten das Spiel und lassen uns überraschen. Ich denke mal, das wird wieder so circa eine halbe Stunde gehen, dieses Let's Test. Wenn wir nicht so lange Ladezeiten haben, dann passt das schon. Aber ich denke mal, das sollte nicht so lange dauern und dann können wir auch anfangen. Willkommen beim Stadium Renovator. In dem Spiel Stadium Renovator reparierst und reinigst du Fußballplätze und Stadien. In diesem Tutorial lernst du die grundlegenden Mechanismen des Spiels kennen, wie zum Beispiel die Verwendung von Werkzeugen, den Kauf von Objekten und die Verwaltung von Quests. Beginne damit, dich mit der Maus und Tastatur vertraut zu machen. Wenn du dich einer Stelle näherst, an der etwas zu tun gibt, werden auf der linken Seite des Bildschirms einige nützliche Informationen über die Aufgaben angezeigt. Okay, das ist also unser Stadion. Okay, was sollen wir denn machen? Rechts oben steht, schneide die Sträucher. Dann werden wir das mal als erstes machen. So. Okay, Mausrad mit Q. Und dann sollen wir hier unsere Schere auswählen. Und sollen hier drei Sträucher schneiden. Na, das kriegen wir doch hin. Schnipp, schnapp, Strauch ab. Ich hoffe doch mal, das war es schon. Ja, das war schon einer. Gut. Machen wir den zweiten auch noch kaputt. Und den dritten, den kriegen wir auf jeden Fall auch noch weg. Sehr schön. Danach haben wir das erledigt. Und jetzt geht es daran, die Sitze zu reinigen. Wir haben hier so einen schönen Wasserstrahl. Und können hier die kompletten Sitze erstmal absprühen. Damit die auch sauber werden. So 100%. Hier unten haben wir noch einen. Quest erledigt. Tausche die Sitze aus. Oh mein Gott, hier sind aber viele. Okay, Moment. Dann wahrscheinlich die Hand nehmen. Ja. Mit der rechten Maustaste kann ich die Sitze hier entfernen, die alle kaputt sind. Weiß gar nicht, wer hat denn hier sowas gemacht? Komm mal her. So, die haben wir ausgetauscht. Da drüben haben wir noch einen kaputten. Sehr gut, das sollten neue Sitze sein eigentlich, ne? Und jetzt sollen wir neue Sitze kaufen. Das heißt, wir gehen mit Tab in unser Menü, gucken mal im Stadion und kaufen jetzt neue Sitze, damit die Tribünen auch ordentlich ganz sind. Einer fehlt noch irgendwo. Oh, hier ist noch ein kaputter, den habe ich gar nicht gesehen. So, da haben wir das auch erledigt. Jetzt sollen wir noch Müll aufräumen. Na, großartig. Wie viel Müll kann ich denn mit einmal mitnehmen? Hier liegen alte Becher rum. Zeitungen liegen hier rum. Okay, die müssen wir alle einsammeln. Hier haben wir auch noch eine Zeitung. Mein Müllbeutel ist voll. Na toll. Dann werden wir den mal hier hinterschmeißen. Und dann können wir den restlichen Müll auch noch einsammeln. Das ist gut, dass man nicht jeden Müll extra hier zum Mülleimer tragen muss. Das ist auf jeden Fall richtig gut. Warte mal, hier unten ist noch was. Den kann ich auch noch mitnehmen. Dann haben wir da hinten noch was. Naja, ich schmeiß erstmal den Müll hier weg, würde ich sagen. So, rein da und dann holen wir uns den dort hinten noch. Wir haben noch 4 Müllpäckchen, die hier rumliegen. Okay, am Stadionrand hier oder am Fußballplatzrand liegt immer jede Menge rum. Alles klar, gut. Danach sollen wir die Bretter beseitigen. Wir können springen, wir können laufen. Passt alles. So, ab rein im Müllcontainer. Quest beendet. Beseitige die Bretter. Da brauche ich wahrscheinlich meinen Hammer, ne? Ja. Klopfen wir hier mal drauf und dann verschwinden die Blätter. Dann muss ich die Bretter verschwinden. Ich muss die wahrscheinlich auch wieder einsammeln und dann wegschaffen, ne? Dann nehme ich meine Hand. Ja.
kriege ich die alle mit Eimer weg. Ja. Okay, alle Bretter sind beseitigt, denke ich mal. So, beseitige den Schmutz. Da brauchen wir, glaube ich, wieder unsere Wasserpistole hier, damit wir die Graffitis wegkriegen. Und ich denke mal, nach jedem Fußballspiel wird das halt schlimmer sein. Je nachdem, was für Spiele wir hier haben. Und im Stadion wird das auf jeden Fall alles noch schwieriger sein, als hier auf unserem kleinen Bolzplatz bis jetzt. Wir können sogar hier reingehen. Hier sind Fußtapsen. Die müssen auch weg. Hier ist nichts drin. Die Frage ist, wir können hier bestimmt dann noch Sachen reinbauen, je nachdem, was das für Räume sind. Das habe ich schon irgendwie so gesehen. So, hier haben wir nichts drin. Hier haben wir noch eine Dreckfläche. Hier haben wir auch noch zwei Dreckflächen. Ui, Vorsicht, Maus. So, sehr gut. Und ich habe da vorne auch noch ein paar Graffitis gesehen, die wahrscheinlich dann auch noch entfernt werden müssen. Aber mit unserer super Wasserpistole hier, mit unserem super Reiniger, kriegen wir das auf jeden Fall relativ schnell hin. Am besten einmal rundrum, einmal drüber hier. Aber da drin habe ich gerade irgendwas verpasst noch. Da ist noch mal ein bisschen Schmutz gewesen. Ah, hier drinnen. Ich habe doch gewusst, dass hier noch was ist. So. Roll den Rasen aus. Jetzt dürfen wir uns auch noch um den Rasen kümmern, damit das Spielfeld ordentlich wird. So, geh in die Nähe eines Fahrzeugs, lokalisiere das Tor, drücke E, rechte Maustaste. Okay, jetzt ist das weg. Jetzt kann ich hier Rollrasen auslegen. Okay. Mal gucken, dass wir hier... So. Dann einmal den Rasen runter und dann würde ich sagen, fahren wir hier schön lang hin. Und legen hier den Rasen aus. Das Tor ist ja jetzt weg, also kann ich jetzt sozusagen durchfahren. Okay, immer schön gerade am besten. Immer hin und her, und dann wird der Rasen hier ausgerollt. Sehr gut, so. Habe ich natürlich hier ein bisschen geeiert. Das ist eigentlich schlecht, ne? Mit dem Gerät. Oh mein Gott. Okay, ich habe eigentlich eine größere Fläche, um mir den Rasen auszulegen. Dauert ganz schön lange hier. Wer haben wir denn? 45%. Okay. Naja, das kriegt man aber hin. Ich weiß ja nicht, wie genau man hier sein muss. Aber ich denke mal, wir müssen hier schon etwas genau sein. Mal gucken, dann machen wir gleich den Streifen hier noch. So. Ja, wir sind bei 70%, sehr gut. Es ist ein bisschen schwierig zu steuern hier halt. Mit Maus und Tastatur. So, komm, wir machen mal den
machen den Mittelstreifen ja auch noch, dass der weg ist. So. Sind wir bei 81%. Gott sei Dank rollt der Rasen nicht. Also müssen wir den Streifen müssten wir hier eigentlich komplett bekommen. Ja. Jetzt haben wir da noch einen Streifen und dort hinten ist noch ein kleiner Streifen. Wie gesagt, ich muss mal gucken, wie genau wir hier sein müssen. Wir wollen ja eigentlich den kompletten Rasen hier. So, hier vorne war, glaube ich, auch noch eine kleine Stelle. Ja, vielleicht reicht es ja, wenn wir den großen Streifen... Okay, ich denke mal, das sollte ausreichend sein jetzt, weil er jetzt halt neu lädt. Ja. Aufgabe erledigt. Gut, dann sollen wir jetzt noch die Sicherung reparieren. Die sich dort da hinten befinden. Und dann haben wir eigentlich schon. Die ersten Aufgaben hier. Alle erledigt. So, einmal Sicherungskasten öffnen. Mal gucken hier. Da ist eine kaputte Sicherung. Und da muss ich scheinbar neue Sicherung kaufen. Einmal da, einmal da. Sehr gut. Tolle Leistung. Du kannst jetzt mit den Vorbereitungen der Veranstaltung beginnen. Geh zu den Events und klicke auf Vorbereiten bei den verfügbaren Events. Okay. Es sind nur noch wenige Schritte bis zum Beginn der Veranstaltung. Du wirst gebeten, das Stadion für das Training vorzubereiten. Deine Aufgabe, die du erledigen musst, findest du oben rechts in der Spieleransicht. Okay, was muss ich denn machen? Platziere 6 Bälle auf dem Spielfeld, platziere ein kleines Tor auf dem Spielblatt. Okay, Moment. Also Stadion. Ein kleines Tor soll ich platzieren. Das haben wir hinbekommen. Und dann soll ich noch 6 Bälle platzieren. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Du hast die grundlegenden Arbeiten beendet. Jetzt kannst du mit dem Event beginnen. Okay, starten. Dann wollen wir mal das Event starten. Event beendet. Zusammenfassung. Kindertraining. Plus 10, plus 600. Schneide die Sträucher. Okay, Verluste 2 Bälle. Na großartig, jetzt habe ich 2 Bälle Verlust. Und wir haben schon wieder neue Aufgaben. Und zwar Sträucher schneiden. Und so geht das halt immer weiter. Wir müssen unser Stadion immer weiter ausbauen, ausbessern, damit wir halt verschiedene Events hier veranstalten können. Und da geht es auch noch darum, dann die... So, reinige die Sitze wieder. Muss wahrscheinlich auch... So, die sind alle sauber, die sind alle sauber. Tausche die Sitze aus. Ja. Das kostet halt alles auch Geld. Ich habe zwar 600... Euro bekommen. Aber ich muss halt immer wieder in neue Sachen investieren, ne? So. Einer fehlt noch. Da drüben ist noch einer kaputt. Hier ist schon wieder Müll. Ah, den muss ich wahrscheinlich auch beseitigen. So. Sehr gut. Räume den Müll auf. Ne, das habe ich doch gewusst. Ich habe den doch hier rumliegen sehen. Den ganzen Müll. Die haben ganz schön viel rumliegen lassen. Bei dem Event hier. So, Moment. Dort hinten ist auf jeden Fall noch Müll. Kriege ich den vielleicht sogar noch mit? Oder ist da mein Müllbeutel voll? Den kriege ich noch mit. Ah, den kriege ich auch noch mit. Sehr gut. Okay, 10-mal Müll können wir auf jeden Fall einsammeln. Weg damit. Und dann sollen wir Schmutz beseitigen. Hier hat irgendjemand ein fettes Graffiti dran gesprüht. Verstehe ich zwar nicht warum. Sie müssten doch eigentlich auch Eltern dabei gewesen sein. Die sich hier um die Kinder kümmern. Kann ja nicht sein, dass das hier alles... Alles dreckig ist ja. Warte mal, ist hier drin noch irgendwas? Nee. Ist aber nicht mehr so schlimm wie am Anfang, muss ich sagen.
Ah, hier hat auch noch einer was hingesprüht. Okay, jetzt repariere die Sicherung nochmal. Dann sind wir hier, glaube ich, schon wieder fertig. Was haben sie? Haben sie denn die Sicherung hier rausgedreht oder was? Ach, Mann. So, dann kann ich zum Beispiel jetzt weitermachen mit dem nächsten Event. Dazu muss ich aber ein bisschen was machen, denke ich mal. Mal gucken, was wir machen müssen. Hier vorne muss ich irgendwas machen. Okay, gehe in die Nähe der Raumtafel, drücke E, um den Namen des Raums zu ändern, trage den Namen des Raums ein, wähle einen Raumtyp aus, klicke auf Bestätigen. Okay, ich muss mal gucken, was ich dafür brauche. Ein Umkleideraum brauche ich. So. Umkleide schreibe ich dahin. Dann packe ich hier auch einen Umkleideraum hin und gehe hier auf Bestätigen. Okay. Neue Ereignisse sind verfügbar. Okay, dann muss ich mal schauen, was ich Raumtyp Umkleide nutzen. Qualität nach oben. Eigentlich brauche ich ja, glaube ich, Nutzen hier, ne? Ich brauche Qualität und ich brauche Nutzen. Okay, müssen wir mal in den Shop gehen, dann mache ich mal Qualität nach oben. Okay, oder mal, ich kaufe mal hier zwei. Ich würde sagen, komm, wir packen hier ein paar Spinte hin. Das reicht schon. Jetzt brauchen wir nur noch was für den Nutzen. Ist das so eine Bänke hier oder was? Zu wenig Platz. Warum ist hier zu wenig Platz? Ah. Vielleicht sollte ich hier so eine Bank hinsetzen noch. So, das ist ja ein Umkleideraum, ne? So. Und hier auch noch eine Bank hin. Das reicht scheinbar noch nicht aus. Verteile drei Bälle auf dem Spielfeld, stelle vier Fahnen an den Ecken des Spielfelds auf. Umkleideraum habe ich. Verteile drei Bälle auf dem Spielfeld und stelle Fahnen an den Ecken auf. Okay, Moment. Also drei Bälle haben wir ja auf jeden Fall. Jetzt brauche ich aber fürs Stadion noch irgendwelche Eckfahnen, die ich hier aufstellen soll. Die kosten aber halt alle Geld und ich muss halt mit meinem Geld ein bisschen wirtschaften. Vor allen Dingen das Tor muss ich wieder hinpacken da. Kriege ich das jetzt vielleicht hier sogar? So, das Tor ist wieder da. Jetzt brauche ich mal noch so eine Eckfahne hier. Dann habe ich zumindest vier Eckfahnen. Bälle liegen auch da. Das habe ich eigentlich dann hinbekommen. Umkleideraum, da fehlt mir noch Nutzen. Also wenn das ein Umkleideraum ist. Boah, da muss ich mal gucken. Umkleideraum, Nutzen nach oben. Ein Regal, ein Tisch. Eine Lampe bringt passende Räume, Toilette, Umkleideraum. Bürodecke kaufen. Der Spind bringt auch nur 10, der kostet aber 75. Nur vielleicht kriege ich dann hier, wenn ich jetzt noch einen Spind hinmache. Das reicht nicht wirklich, ne? Um den Nutzen da. Da fehlt mir irgendwie noch was. Aber mehr brauche ich doch eigentlich nicht. Umkleide und Umkleideraum. 54 habe ich hier. Ah, hier zeigt es mir das sogar an hier unten. 54 habe ich hier. Das gibt 9 hoch. Das gibt 7.
Das gibt nur drei. Oder mal, da kann ich doch bestimmt auch verkaufen und sage das weg und das weg. Was bringt denn hier am meisten Nutzen? So ein Sessel bringt, kostet natürlich viel, ne? Das bringt 18, wenn ich hier so eine Wand hinpacke. Habe ich 66, dann bin ich eigentlich zufrieden und dann sollte ich das nächste Event starten können. Okay, dann gucken wir mal. Vorbereitung. Klicke auf die Taste. Ja, komm, wir können starten. Und dann ist auf jeden Fall das Event beendet. Ich habe 1000 Dollar gekriegt. Verluste, zwei Fahnen und ein Ball. Zwei Fahnen und ein Ball. Da muss ich mal gucken, was ich für das nächste Event brauche. Aha, ein bisschen mehr auf jeden Fall. Ich brauche auf jeden Fall auch Toiletten. Und der Umkleideraum muss auf jeden Fall noch gestärkt werden. Okay. Ja, natürlich erstmal wieder die Sträucher schnippeln. Mal sehen, ob wir doch das eine Event noch hinkriegen vielleicht. So, komm. So, das haben wir. Jetzt soll ich wieder die Sitze reinigen. Sind die hier drüben alle kaputt oder dreckig, ne? Und so geht das halt immer weiter. Wir müssen halt immer wieder weiter hier unser Stadion verbessern, damit es halt immer besser wird. So, tausch die Sitze aus. Einmal. Zweimal. Dreimal. Und hier drüben sind vier. Ja, ganz schön viel Verlust gemacht hier. So, dann brauche ich natürlich auch wieder alles Stadionsitze. Einmal, bum bum bum, zweimal, dreimal, viermal. Dreimal noch hier drüben. So, dann Müll aufräumen. Warum liegt hier auch immer so viel Müll rum, ey? Das gibt's nicht. Ich habe ja auch 1000 Dollar eingenommen, ne? Hier ist auch noch viel Müll. Müllbeutel ist voll. Warte mal, dann kann ich den hier hinschmeißen. Kann den Müll hier oben einsammeln. Hauptsache der Rasen ist nicht kaputt gegangen, weil das wird, denke ich mal, ziemlich teuer werden. 15 mal Müll haben wir ja. Okay. So, dann hole ich den Müll gleich. So. Den anderen kann ich sowieso nicht mitnehmen. Aber ich muss ja erstmal hier reinschmeißen, so. So. Der liegt auch noch drin, sehr gut, das zählt. Nochmal Schmutz bereinigen, naja. Wie sollte es auch anders sein? Die Eltern haben nicht aufgepasst. Und haben hier zugelassen, dass ihre Rotzgirn hier mein schönes Stadion dreckig machen. So, wo ist das restliche? Ich brauche 100% und ist es nicht weg. Und ich brauche wahrscheinlich auch jetzt als nächstes eine Toilette, ne? Denke ich mal. So, repariere die Sicherung. Ich verstehe nicht, dass die immer an die Sicherung gehen. Da haben die doch eigentlich überhaupt nichts. Haben die da eigentlich überhaupt nichts zu suchen dran. So, und jetzt brauche ich natürlich Toilette und Umkleideraum.
So, wollen wir mal natürlich gucken, was wir da. Es warten neue Ereignisse auf mich, ja. Umkleideraum. Ja, Umkleideraum ist ja eigentlich ganz gut, ne? 10 und 110 und Toiletten müsste ich hier noch reinbauen. Immer wenn ich jetzt sage, hier sind Toiletten, mache ich hier Mädchen. So, dann sind hier Toiletten drin. Da brauche ich auf jeden Fall. Was bringt denn hier am meisten? Ein Pissoir bringt viel. Ein Pissoir und dann brauche ich noch ein bisschen, was Nutzen bringt. So eine Toilette bringt natürlich viel. Habe ich 81. 146, dann wären die Toiletten schon fertig. Mädchentoiletten natürlich. Waschbecken und so brauchen sie nicht, ne? Dann brauche ich noch einen Umkleideraum. Dann machen wir hier drüben, würde ich sagen, noch einen Umkleideraum hin. Und zwar für die Jungen. Ach, hier habe ich nur Umkleide geschrieben. Ah, okay. Machen wir mal Qualität und dann Umkleideraum. Die Holzspinte bringt doch eigentlich ziemlich viel, ne? So, dann bin ich nämlich hier auch schon wieder fertig. Was das angeht und kann das nächste Event eigentlich starten. Vorbereitung. Ah, da fehlt noch was. Verteile 6 Bälle auf dem Spielfeld. Okay. Und stelle 2 kleine Tore auf. Also. So, warte mal. 6 Bälle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Was war es noch? Stelle 2 kleine Tore auf. Die können ja dann hier spielen, ne? So. Das haben wir auch. Platziere 4 Pfosten. Wer macht doch hier so ein Training, ne? 1, 2, 3, 4. Noch 2 Dummies soll ich aufstellen. Einen dahin. Einen dahin. Und dann sollten wir dieses Event auch starten können. Ja. Das geht los. Und dann müssen wir wahrscheinlich noch einmal sauber machen und dann ist die Demo durch. Zwei Bälle, ein Tor, ein Pfosten und so ein Dingverlust. Ich weiß nicht, warum wir immer die Sträucher schneiden sollen hier hinten. Und 10 Sitze soll ich reinigen. So. 10 Sitze soll ich reinigen. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Da oben ist noch ein Sitz. So, die restlichen Sitze sind alle hier drüben. Und Müll ist auch schon wieder ohne Ende hier. Gott sei Dank habe ich keine Wasseranzeige irgendwo. Dass ich Wasser hier. So, tausche die Sitze aus. Einmal. Zweimal. Sind ja Gott sei Dank nur 3. So, Stadion, blaue Sitze, Klick. Einmal da, zweimal hier drüben. Ich habe eigentlich auch noch genug Geld. So, räume den Müll auf, ja. Liegt schon wieder übelst viel rum hier. 18 mal Müll. Das kriege ich sowieso nicht alles mit EMA. Das ist das Problem. Müllbehälter ist voll, das ist nicht so schlimm. So. Kann ich da reinschmeißen? Ich glaube, 10 mal Müll kriege ich ja hier rein in meine Tüte. So,
Und jetzt hier hinten noch dreimal, dann sind wir hier, glaube ich, schon durch. Einmal. Zweimal. Dreimal. Ich müsste dann auch mal leeren, meinen Müllcontainer. Aber das kostet mir, glaube ich, auch Geld. Das ist in anderen Spielen ja eigentlich auch so. Okay, Sicherung reparieren. Das ist natürlich jetzt sehr günstig. Hier ist eine Sicherung. Also da rein, da rein. Dann müssen wir mal gucken. Wir brauchen ein Büro und der Umkleideraum muss noch auf 110. Der muss auf 110. Also mache ich Nutzen nach oben. 110, das bringt nur 10 alles. Ein Automat kostet 450, das ist ziemlich teuer. Eine Wand bringt 18. Bin ich bei 102 und ich muss auf 110, da brauche ich noch was, was 8 bringt oder was 10 bringt. Oder mal, das bringt 9. Da kann ich hier nur so eine Dings hinpacken. Ich kann eigentlich genau hier drunter. Und dann sollte das eigentlich 111 habe ich hier. Und wie sieht es hier drüben aus? Hier bin ich bei... Ah, hier bin ich auch noch weniger. Also hier brauche ich hier auf jeden Fall definitiv auch noch was einen Nutzen nach oben schraubt. 10 Stück, 42. Oder mache ich jetzt so ein Ding hier noch kaufen einfach. So, 108. 110, dann sind wir hier auch durch. Dann brauche ich auf jeden Fall ein Büro. Wo mache ich denn das Büro hin? Das packe ich mal hier hin, Büro. Und da schreibe ich Chef drauf. So. Da brauche ich 30 und 200. Qualität 30. Okay. Wie komme ich denn hier hin? Qualität 30 brauche ich da. Brauche ich eigentlich gar nicht so viel. So, und Nutzen 200. Computer 450, den könnte ich mir leisten. Der bringt 150. Kann ich den eigentlich hier oben hinstellen? Ja. So, 200. Wie viel haben wir hier? 100. Ah, ich brauche noch was mit 110. Ja, komm, so ein Laptop könnte ich mir gerade so noch leisten hier. So, dann bin ich hier durch. Dann kann ich sogar hier das Event vorbereiten. Verteile 6 Bälle, stelle ein kleines Tor auf das Spielfeld. 6 Bälle brauche ich da noch. Warte mal. Brauche auf jeden Fall Geld. Wie viele Bälle habe ich denn jetzt hier? Ah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann sollte ich eigentlich dieses Event starten können. Genau. Okay. Gut. Ein kleines Tor und 3 Bälle Verlust, aber 800 habe ich an Geld bekommen. Wie viele Events habe ich denn noch? Okay, ich muss erstmal wieder Büsche schneiden. Sogar mehr Büsche jetzt noch. Oh Mann. So. Sitze reinigen. Ich brauche auf jeden Fall das Geld. Auch auf jeden Fall das Geld. Ich habe zwar 600 gekriegt. Mal sehen, wie ich hier... So, tausche die Sitze aus. Ja. Fehlt noch irgendwas? Hier ist noch einer dreckig, Mensch.
So, dann einmal den Sitz erneuern. Und räumen den Müll weg. Okay. Vielleicht reicht ja mein Stadion trotzdem aus, um das Event hier zu starten. Mal sehen, es ist nur 8-mal Müll, das müsste ich eigentlich alles mit einmal durchbekommen hier. Wenn nicht, muss ich halt den Laptop oder so wieder verkaufen. Hier müsste ich auf jeden Fall auch mal lernen. So, das passt alles. Na, dann sieht es auch gut aus. Hier kann ich ja Event starten. Warte mal, hier gibt es mehr Kohle. 2 Umkleideräume, 1 Toilette. Ich verteile 3 Bälle auf dem Spielfeld. Dann mal Vorbereitung. Platziere 4 Fahnen. Da fehlen mir eigentlich ja nur noch die Fahnen. Stadion. Einmal, zweimal, dreimal und hier hinten fehlt noch eine Fahne. Dann kann ich das Event ja starten. So. Dann kann ich das nämlich... Gibt es auf jeden Fall wieder ein bisschen Geld. Okay, Event beende. Spiel der unteren Liga. 2 Fahnen und ein Ball weg. Danke, schön, dass du bei uns bist. Hoffentlich hat dir die Demo gefallen. Es wird noch mehr kommen. Also warum fügst du... Stadium Renovator nicht, Touch. Okay, Fragebogen ausfüllen. Nein, wir kommen zurück. Okay, das war die Demo vom Stadium Renovator. Sehr gut, wunderbar. Dann würde ich sagen, wir haben, glaube ich, noch... Ach, wir haben noch mehr Events. Okay. Da muss ich aber erst ein bisschen was machen. Im 2300, das muss ich wieder... Ganze Zeug hier wegräumen. Ah, das ist natürlich immer wieder das Gleiche. Vielleicht machen wir das in der Vollversion mal. Und dann geht es natürlich weiter. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns dann beim nächsten Let's Test wieder. Macht's gut, euer Basti. Tschüssi.